بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، meine lieben Geschwister, nachdem letzte Woche kurzfristig ausgefallen ist, aber Sheikh Mohammed hat uns ja Alhamdulillah hier vertreten, Alhamdulillah barakallahu fi. Ich musste jedoch kurzfristig an einer Sitzung teilnehmen für die Moschee. Können wir heute Alhamdulillah unsere Reihe fortführen über das Buch Mukhtasar Minhaj al-Qasidi. Und nochmal ganz kurz, weil das ja schon zwei Wochen her ist. Wir sind angelangt zu dem ersten oder dem zweiten Kapitel, nämlich über die At-Tahara und das Gebet, die Reinheit und das Gebet. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal anwesend sind, und zwar, wir behandeln ein Buch, das nennt sich Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, übersetzt die Zusammenfassung des Lehrplans, der Lehrmethode für diejenigen, welche für die Strebenden, also die nach Gott streben und sich auf den Weg begeben, um nach Gott zu streben. Und dieses Buch ist verfasst worden von einem bekannten muslimischen Autor, und zwar von Ibn Qudama al-Maqdisi. Und insha'Allah ta'ala wollen wir heute weitermachen, aber nochmal ganz kurz insha'Allah ta'ala uns ins Gedächtnis rufen, was wir eigentlich in diesem Kapitel bisher erfahren haben, und zwar in dem Kapitel über die Tahara, über die Reinheit. Und zwar haben wir erfahren, dass es verschiedene Arten von Reinheit gibt. Einmal die äußerliche Reinheit und einmal die innerliche Reinheit. Die äußerliche Reinheit und die innerliche Reinheit. Und der Autor, er hat auch sogar gesagt, dass es vier verschiedene Stufen hierzu gibt. Und zwar einmal, dass ich mich nur äußerlich reinige, also den Dreck wegwasche oder versuche beispielsweise Wudu zu machen, die rituelle Gebetswaschung zu vollziehen. Dann die zweite Stufe, dass ich mich reinige von Sünden. Die dritte Stufe, dass ich mein Herz reinige von schlechten Eigenschaften und auch von Krankheiten des Herzens. Und dann die vierte Stufe, dass ich mein Inneres reinige, und er nennt es das Geheimnis, was in dir ist, von allem außer von Allah. Mit anderen Worten, ich lebe nur noch für wen? Ich lebe nur noch für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das zeigt, dass man natürlich mit der Reinheit immer weitermachen kann, dass es nie die höchste Stufe gibt. Und dass ich mich als Mensch immer entwickeln kann. Und dass es nie ein Ende gibt für mich. Sondern immer dann, wenn ich eine bestimmte Stufe erreicht habe, kann ich mich gleich auf die nächste Stufe konzentrieren. Sodass ich weiß, dass ich bis zum Ende meines Lebens immer an mir arbeiten werde. Und immer auch an mir arbeiten muss. Und dass egal wie weit ich komme, es immer Menschen gab, die weiter waren als ich. Egal wie weit ich komme, es immer Menschen gab, die weiter waren als ich. Weil egal wie weit ich komme, ich werde niemals so weit kommen wie ein Prophet. Einen Propheten, den Allah auserwählt hat. Und somit habe ich immer ein Vorbild, nach dem ich streben kann. Und er hat jetzt über diese verschiedenen Stufen von At-Tahara gesprochen gehabt, und wir haben auch darüber dann ausführlich gesprochen. Wir müssen das jetzt hier an dieser Stelle nicht wiederholen und wollen uns jetzt, insha'Allah, auf den zweiten Teil dieses Kapitels dann oder mit dem zweiten Teil dieses Kapitels beschäftigen, nämlich mit dem Gebet. Wobei wir schon einen Teil davon besprochen haben, wo er nämlich auch darüber spricht, wie man eigentlich Khushu' und Demut im Gebet erlangen kann. In diesem Buch geht es ja nicht darum, wie man betet oder wie man fastet. Es geht vielmehr darum, dass ich
als Muslim weiß, warum ich faste, warum ich bete, was sind die Geheimnisse des Gebetes, was sind die Geheimnisse des Fastens, was sind die Geheimnisse des Wudus. Das ist das, worum es geht. Und das ist das, wonach dann auch der Muslim streben sollte. Weil was habe ich von all diesen Dingen, wenn ich nicht verstanden habe, warum ich sie überhaupt praktiziere? Und der Autor, er geht, nachdem er jetzt über die Demut im Gebet gesprochen hat, auf einige Etiketten ein und Verhaltensweisen in Bezug auf das Freitagsgebet und in Bezug auf den Freitag. Und er nennt insgesamt 15 verschiedene sogenannte Adab, Verhaltensregeln, Etikette, welche ich als Muslim praktizieren sollte am Freitag, um mich auf das Freitagsgebet vorzubereiten. Und wir wollen uns, insha'Allah ta'ala, diese 15 Punkte einfach mal anschauen. Und zwar das allererste, was er erwähnt, ist, dass ich mich schon am Donnerstag oder in der Nacht zum Freitag auf das Freitagsgebet vorbereite. Und zwar wie? Ganz konkret. Nummer eins, indem ich mich wasche, also Ghusl mache. Und es gibt Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es auch sich hierbei um eine starke Empfehlung handelt. Manche Gelehrte sagen sogar, es ist schon fast eine Pflicht. Aber das erwähnt er noch einmal extra im zweiten Punkt. Aber grundsätzlich, dass ich mich vorbereite, indem ich versuche, mich schon sauber zu machen, und zwar am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag. Weil es sich nämlich um einen ganz besonderen Tag handelt. Einen Tag, wo ich mit meinen Geschwistern zusammenkomme. Einen Tag, wo ich dem Wikr lauschen werde. Und zwar der Ermahnung lauschen werde, so wie es Allah im Koran in der Sura Al-Jumu'ah, der Freitag, auch gesagt hat. Ja, ayyuha alladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmi al-Jumu'ah, fas'au ila was? Ila dhikrillah. Und ihr glaubt, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, oder zum Gebet gerufen wird, oder zum Gebet gerufen wird am Freitag, so beeilt euch, eilt nach dem Gedenken Allahs. Das Freitagsgebet ist nicht nur einfach eine Pflicht, die ich erfülle, sondern das Freitagsgebet ist eine Form von Dhikr, eine Form von Gedenken, eine Form von Gedenken, bei der ich an Allah subhanahu wa ta'ala erinnert werde. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mich vorbereite. Kennt ihr, wenn ihr manchmal am Sonntag unterwegs seid, mit den Öffentlichen als Beispiel oder auch mit dem Auto, dann sieht man häufig afrikanische Christen, die in die Kirche gehen. Oder auch allgemein vor einer Kirche sieht man immer, die Leute sind wirklich einwandfrei gekleidet, mit Anzug. Ja, gerade auch die Afrikaner sieht man dann immer mit ihrer bunten Kleidung, und die Frauen sind, weiß ich nicht, aufgetakelt, die Männer in Anzug. Also es ist für sie was? Ein heiliger Tag. Und das ist eigentlich auch die Sunna für uns Muslime. Das ist eigentlich auch die Sunna für uns Muslime, dass wir versuchen, uns auf diesen Tag gut vorzubereiten. Und deswegen sagt er, dass ich mich vorbereite, indem ich mich was? Erstens sauber mache. Zweitens, Raslu Thiyab, dass ich meine Kleidung wasche, wa i'dadu ma yasluhu laha, und dass ich die Kleidung vorbereite, die ich dann am nächsten Tag auch anziehen werde. Sehr, sehr wichtige Adab. Viele Muslime berücksichtigen das heutzutage überhaupt nicht. Ich weiß, viele sind arbeiten etc., aber das gehört ebenfalls zu den wichtigen Verhaltensregeln, damit Allah subhanahu wa ta'ala mich auch an diesem Tag akzeptiert. Nummer zwei, wie wir gerade schon erwähnt haben und vorweggenommen haben, nämlich, dass ich am Freitag, und zwar nach dem Fajr-Gebet, am Freitag, und zwar nach dem Fajr-Gebet, dann dusche. Ihtisal. Und zwar mit der Absicht, mich zum Freitagsgebet zu begeben. Und hier gibt es, wie gesagt, etliche Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die uns aufzeigen, wie wichtig das ist, dass ich als Muslim an diesem Tag Ghusl mache und dass ich an diesem Tag sauber erscheine. Warum? Weil der Islam möchte, dass immer dann, wenn Menschen zusammenkommen, die Menschen auch gut riechen. Und gut aussehen, gut riechen, weil es sich um eine Versammlung handelt. Und das zeigt noch einmal, was für eine schöne Religion der Islam ist. In einer Gesellschaft, wo es eigentlich wenig Wasser gab, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns all diese Dinge beigebracht. Es gab nicht viel Wasser und trotzdem hat er uns all dies beigebracht. Und wir wissen, dass diese Hygiene, wie wir Muslime sie praktizieren, nicht in allen Gesellschaften immer üblich gewesen war. Dass man sich jetzt jeden Tag duscht etc., bevor man zur Arbeit geht, das war beispielsweise in Europa nicht immer üblich gewesen. Ganz im Gegenteil.
Ja, es war sogar, das muss man auch wissen, es war sogar teilweise auch unter einigen christlichen Mönchen oder Theologen bevorzugt gewesen, sich nicht zu waschen, um somit seine Weltentsagung zum Ausdruck zu bringen. Es gab manche, die haben sich ihr Leben lang nicht gewaschen und waren stolz darauf gewesen. Warum? Weil sie damit gezeigt haben, ich wende mich von diesem diesseitigen Leben ab und konzentriere mich voll und ganz auf meine Religion. Ich ziehe mich zurück. Ich möchte mit der Welt, mit den weltlichen Dingen nichts zu tun haben. Der Islam sagt nein. Der Islam sagt, du kannst diesen Sucht, das ist die Weltentsagung, praktizieren, ohne dass du auf Hygiene verzichten musst. Der Islam verlangt nicht von dir, um jemand zu sein, der besonders gottesfürchtig ist, dass du darauf verzichtest, beispielsweise Spaß zu haben in der Welt oder einen Partner zu haben, mit dem du durch das Leben gehst, wie beispielsweise zu heiraten, oder dass du komplett dich zurückziehen musst oder komplett jeden Tag fasten musst oder in der Nacht durchbeten musst, sodass du im Grunde am nächsten Tag gar nichts mehr machen kannst und auf Schlaf verzichtest. Das verlangt der Islam nicht von dir. Und wir kennen die Überlieferung von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wo drei Männer zum Propheten kamen, sallallahu alaihi wasallam. Drei Männer kamen zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und sie wollten unbedingt wissen, wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, eigentlich lebte und wie er seinen Herrn anbetete, wie er Ibadah vollzog. Und sie gingen dann zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sahen, wie er lebte, und am nächsten Tag sagten sie dann, es ist für uns ein bisschen wenig. Und der eine sagte, und wahrscheinlich ist er ein Propheten, deswegen muss er nicht so viel tun wie wir. Und der eine sagte, ich werde niemals heiraten. Ich werde ein zölibatares Leben führen. Ja? Ohne Frau. Der andere sagte, ich werde jeden Tag fasten, ununterbrochen. Der dritte sagte, ich werde die ganze Nacht durchbeten, immer nur beten, beten, beten. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er dies hörte, ging er zu diesen Personen am nächsten Tag. Und er sagte, seid ihr die drei, die das und jenes gesagt haben? Sie sagten, ja. Woraufhin der Prophet sprach, innama ana atqakum lillahi wa akhshakum lahu. Ich bin derjenige, der am meisten Ehrfurcht hat gegenüber Allah und die ausgeprägteste Gottesfurcht hat. Ich faste und breche mein Fasten. Ich bete in der Nacht und schlafe. Und ich heirate Frauen. Wer sich von meiner Sunna abwendet, von meinem Weg abwendet, willentlich, wenn Rahibe anzündet. Also wer sagt, ich habe etwas Besseres als das, der gehört nicht zu mir. Subhanallah. Unglaublich. Das zeigt nochmal, wie schön unser Glaube ist. Dass unser Glaube es geschafft hat, die Seele mit dem Körper zu vereinen. Die Seele mit dem Körper in Einklang zu bringen. Das Dritte, was empfohlen ist für den Freitag. Und zwar, das gehört eigentlich auch noch zu den Dingen, die zur Hygiene gehören. Er hat es aber extra nochmal hervorgehoben. Und zwar, indem ich meinen Körper reinige, ist gut, inshallah, und meine Fingernägel am Freitag schneide und die Zahnbürste benutze und die schönste Kleidung trage und mich parfümiere. Das sind alles noch Dinge, die zu was gehören? Zur Hygiene. Dann, Nummer 4. Und lass uns das versuchen, diesen Freitag gleich umzusetzen. Inshallah ta'ala. Indem wir versuchen, diesen Freitag schon vielleicht am Donnerstagabend alles vorzubereiten und mit der schönsten Kleidung dann auch zum Freitagsgebet zu kommen. Vielleicht noch ein bisschen Parfüm nehmen, ja, damit wir gut riechen, inshallah ta'ala, damit wir wirklich gut aussehen. Das ist ein wichtiger Tag für uns. Es ist Eid. Für die Muslime ist es was? Eid, ein Festtag. Dann Nummer 4. At-tabkiru ilayha mashia. Dass ich laufend, gut, das geht heutzutage nicht bei allen, ja, aber dass ich versuche, so früh wie möglich in die Moschee zu kommen. So früh wie möglich. Nicht so spät wie möglich, sondern so früh wie möglich. Heutzutage gibt es manche, die ganz genau wissen,
wann der Imam mit der Khutbah fertig ist, damit sie direkt zum Gebet kommen. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Das ist aber nicht die Sunna. Die Sunna ist, dass ich so früh wie möglich dann auch in die Moschee komme. Und es gibt eine Überlieferung von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wo er auch darüber spricht, welchen Lohn man bekommt, wenn man früh in die Moschee kommt. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes. Man ihtasala yawm al-jum'ah, das ist ein Hadith bei Bukhari und Muslim. Und Bukhari und Muslim sind zwei Werke, Hadith-Werke, in denen die Überlieferungen absolut authentisch sind. Man ihtasala yawm al-jum'ah, wer am Freitag Ghusl macht, also die Ganzkörperwaschung. Ghusl al-janabati, genauso wie wenn man sich wäscht und duscht, nachdem man im Janabe-Zustand war, also nach beispielsweise dem Geschlechtsverkehr. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ, so ist das so, als hätte er ein Kamel geopfert. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ, und Raha fis Sayyif, fehlt irgendwas, also in der ersten Stunde geht, das ist so, als hätte er was, ein Kamel geopfert. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَرَهُ, und wenn in der zweiten Stunde geht, und mit Stunde muss das nicht 60 Minuten gemeint sein, dann muss man sich so vorstellen, dass man das halt einfach den Vormittag aufteilt. Und wenn in der zweiten Stunde geht, so ist es so, als hätte er eine Kuh geopfert. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرًا, und wer in der dritten Stunde geht, der ist so, als hätte er einen Widder, der gehörnt ist, geopfert. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجًا, wer in der vierten Stunde geht, so ist es so, als hätte er ein Huhn geopfert. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضًا, und wer in der fünften Stunde geht, so ist es so, als hätte er ein Ei geopfert. Also hätte er sozusagen ein Ei gespendet. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ, Allahu Akbar. Wenn dann der Imam anwesend ist, dann kommen die Engel, ja, und hören was zu? Hören der Predigt zu. In einer anderen Überlieferung wird nochmal genau erläutert, was damit gemeint ist. Der Prophet sallallahu sagt, ja, bei Imam al-Bukhari, إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة. Am Freitag gibt es an jeder Tür von den Türen der Moschee Engel. يكتبون الأول فالأول. Sie schreiben die nieder, welche als erstes kommen. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. Sobald der Imam sitzt auf dem Minbar, also sozusagen dann, wenn der Adhan ausgerufen wird, werden ihre Suhuf, das heißt ihre Bücher, wo sie die Leute reingeschrieben haben, geschlossen und sie hören den Imam zu. Mit anderen Worten, diejenigen, die in die Moschee kommen, nachdem der Imam schon auf dem Minbar sitzt, was ist mit denen? Die werden nicht mehr aufgeschrieben. Ihr Gebet ist gültig. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht gültig ist, aber sie haben nicht mehr diesen Vorzug, dass sie etwas geopfert haben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Was heißt das für uns jetzt ganz konkret? Das heißt für uns, meine lieben Geschwister, dass wir versuchen sollten, schon diesen Freitag, sofern wir keine Arbeit haben und die Zeit haben, inshallah ta'ala, schon etwas früher zu kommen. Ich meine, ich muss jetzt nicht hier schon um 8 Uhr morgens sein, dann ist die Moschee wahrscheinlich noch nicht offen. Aber, ja, wenn ich vielleicht eine halbe Stunde früher komme, ja, oder eine Stunde sogar früher, und ich sitze, ich lese ein bisschen Koran, Alhamdulillah, wann habe ich sonst die Zeit, mal ein bisschen Koran zu lesen? Ja, es ist also was? Es ist also eine gewaltige Ibadah, früh zum Freitagsgebet zu kommen. Dann, ebenfalls ganz wichtig, und das ist etwas, was viele Leute falsch machen. أَلَّا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَلَا يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا أَنْ يَرَى فُرْجَةً فَيَتَخَطَّى إِلَيْهَا. Dass er nicht über die Leute steigt, ja? Nur damit er vorne sitzen kann. Er kommt als Letztes, aber wir ganz vorne sitzen. Ja? Die einzige Ausnahme ist was? Dass man da eine Lücke sieht, damit diese Lücke gefüllt wird, dass man dorthin geht. Aber nicht extra die Leute wegschieben und hier, mach mal Platz für mich. Nein, 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 wenn du zu spät kommst, dann bleib bitte auch hinten. Ja? Oder bleib dort, wo Platz ist. Und versuch nicht, die Leute dann dabei zu stören. Ebenfalls ein wichtiger Aspekt. أَلَّا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي. Dass man nicht
vor einem Betenden läuft. Was ist damit gemeint? Und zwar hat der Betende einen gewissen Bereich, der für ihn vorgesehen ist. Und zwar der Bereich, wo er seinen Stirn dann auf dem Boden tut beim Sujud. Das ist der Bereich, der ihm gehört. Das ist der Bereich, der ihm gehört. Und ich darf nicht als Passant oder als jemand, der vorbeigeht, einfach vor ihm laufen. Es gibt eine Überlieferung, wo unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, es ist besser für jemanden 40 zu warten, 40, als vor einem Betenden zu laufen. Was ist mit 40 gemeint? Abu Huraira ist der Überlieferer, aber Anas ibn Malik, einer von denen. Er sagte, ich weiß nicht, was er meinte. Meint er 40 Stunden oder 40 Momente oder 40 Jahre? Der Prophet hat es offen gelassen. Es ist besser, 40 zu warten, als vor einem Betenden zu laufen. Und darauf muss ich achten als Muslim. Das heißt, wenn ich dann nach dem Freitagsgebet raus will, dann gucke ich ganz genau, wo ich langlaufe, damit ich nicht direkt vor jemandem laufe, der gerade betet und somit sein Gebet unterbreche. Natürlich, wenn der Abstand weit ist und ich einen Bogen um ihn mache, ist das kein Problem. Also wenn jetzt jemand hier hinten betet und ich laufe dann sozusagen hier vorbei, das ist kein Problem. Es geht nur darum, dass ich nicht direkt vor ihm laufe, weil ich somit sein Gebet unterbreche. Und es ist deshalb auch eine Sunna, dass ich als Muslim eine Sutra im Gebet nehme. Was ist eine Sutra? Eine Sutra ist eine Art Schutz, die ich nehme. Ein Schutz, den ich vor mich tue, damit die Leute dann an mir vorbeilaufen, ohne mich im Gebet zu stören. Ohne mich im Gebet zu stören. Dann das siebte Etikett. أن يطلب الصف الأول, dass man versucht, in der ersten Reihe zu sitzen. Eine sehr, sehr wichtige Sunna, auf die viele heutzutage verzichten, freiwillig. Sogar manchmal Leute, die die ganze Zeit in der Moschee sitzen, verzichten darauf, dann in der ersten Reihe zu beten. Und sie lassen dann, obwohl sie die ganze Zeit schon in der Moschee sind, die erste Reihe sich füllen und stellen sich einfach freiwillig in die zweite Reihe. Nein, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat gesagt, wenn die Leute wüssten, ja, was es für einen Lohn gibt in der ersten Reihe, das gilt für Brüder, für die Schwestern, ja, dann die letzte Reihe. Ja. Wenn sie wüssten, was es in der ersten Reihe für einen Lohn gibt, dann hätten sie dafür sogar ein Losverfahren erfunden. Damit sozusagen man dann auslost, wer darf in der ersten Reihe sein. Subhanallah, unglaublich. Ja. Und dann, er fügt doch etwas hinzu. Ja, ach so, dann fügt er noch hinzu, illa an yara munkaran aw yasma'uhu fayakunu lahu fi at-ta'akhur 'udhra. Außer er sieht irgendetwas Falsches, ein Übel, irgendetwas, was nicht schön ist. Oder er hört etwas Schlechtes, ja, und dann in diesem Fall kann er zurückbleiben. Das ist etwas ganz Wichtiges, finde ich. Da möchte ich mal ganz kurz einen Exkurs machen, ganz kurz einen Exkurs, inshallah. Der Islam, er hat uns beigebracht, dass wir nicht unsere Religion einfach nur für uns selbst praktizieren, sondern dass wir als Muslime so etwas wie Zivilcourage zeigen. So etwas wie Zivilcourage zeigen. Das ist unglaublich wichtig. Was uns häufig beigebracht wird, auch leider heutzutage, ist, ja, Hauptsache sozusagen, ja, أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. Ja, oh, die ihr glaubt, ja, es wird euch nicht schaden. Ja, wie heißt nochmal die Eier? Ja, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Genau. Es schadet euch nicht, wenn sozusagen, wenn jemand in die Irre geht, solange ihr recht geleitet seid. Viele verstehen das falsch, denken so, ach, Hauptsache ich, alles andere interessiert mich. Nein, 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 dieser Erde hat überhaupt nichts zu tun. Sondern es geht darum, ja, wenn jemand, nachdem du Da'wah mit ihm gemacht hast, etc., ja, dann trotz alledem den anderen Weg einschlägt, das ist nicht deine Verantwortung, dafür kannst du nichts. Aber der Islam erfordert dich auf, was zu tun? Der Islam erfordert dich auf, dass du nicht wegschaust. Und das ist eine Aufgabe für jeden Muslim. Das ist eine Aufgabe für jeden Muslim, eine Aufgabe der Ummah als Ganzes, sowohl Männer als auch Frauen. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einander Schutzherren. Sie gebieten das Gute und sie verwehren das Schlechte. Sie gucken nicht einfach weg. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Natürlich gibt es verschiedene Methoden, um dann auch ein Übel zu beseitigen oder wie ich darauf aufmerksam mache. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es geht erst einmal um was? Es geht erst einmal um dieses Bewusstsein, was ich als Muslim haben sollte. Dass ich nicht einfach sagen kann, das geht mich nichts an, es ist mir egal. Nein,
Ja? Wir sind alle in einem Boot. Ja? Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns ein schönes Gleichnis gegeben. Und zwar, er hat gesagt, das Gleichnis derjenigen, die die Grenzen Allahs überschreiten und derjenigen, die die Grenzen Allahs nicht überschreiten, ist wie das eines Bootes, eines Schiffes. Wobei einige Leute im Unterdeck sind und einige auf dem Oberdeck sind. Und die im Unterdeck sind, was machen sie? Sie fangen an, Löcher in den Boden des Schiffes zu bohren. Wenn jetzt diejenigen, die im Oberdeck sind, nicht diejenigen, die im Unterdeck sind, davon abhalten, was passiert dann? Sie werden alle untergehen. Egal, ob hier Leute Blödsinn gemacht haben oder nicht. Wenn sie sie jedoch abhalten davon, was ist dann? Dann werden sie alle gerettet sein. Das ist unglaublich wichtig. Diese Einstellung, müssen wir verstehen, heute, subhanallah, ist ja gestern, ist ja von uns auch ein großer Gelehrtergang, der auch bekannt dafür gewesen war, dass man nicht wegschauen darf. Und der auch diesbezüglich, subhanallah, sehr, sehr standhaft geblieben ist. Ja, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, ja, rahmatullahi alayh. Das ist eine Persönlichkeit, die auch die Jugend kennen sollte. Ich meine, er ist 96 Jahre alt geworden, mashallah. Vielleicht die Jüngeren unter euch werden ihn vielleicht nicht kennen, ja, aber er ist also wirklich international sehr, sehr bekannt gewesen. Gerade auch, nicht nur für sein Wissen, sondern gerade auch aus dem Grund, weil er klare Positionen hatte und weil er nicht weggeschaut hat, wenn Unrecht geschah. Ich meine, er ist im Exil gestorben. Er hat jetzt über 50 Jahre, wenn nicht sogar länger, im Exil gelebt, und zwar in Katar. Er ist ursprünglich aus Ägypten. Ja? Und er hätte, wenn er wollte, ganz leicht, wenn er nur ein bisschen weggeschaut hätte von dem, was gerade in Ägypten geschieht, hätte er die höchsten Positionen im Staat erreicht. Er wäre 100% Sheikh al-Azhar geworden. Aber zu 100%. Ich meine, der jetzige Sheikh al-Azhar ist einer seiner Schüler gewesen. Ja? Ist einer seiner Schüler gewesen, Sheikh Ahmed al-Tayyib. Er wäre locker Sheikh al-Azhar geworden. Er hätte nur ein bisschen wegschauen müssen. Aber subhanallah, ja, genau das ist es, worum es geht. Dass ich in solchen Situationen, wenn Unrecht geschieht, ich nicht wegschaue. Dass ich nicht meinen Mund halte und sage, es ist mir egal, Hauptsache mir geht's gut. Und ja, ich bin nur ein Gelehrter, ich habe mit Politik nichts zu tun und mische mich darin nicht ein. Nein, das geht nicht. Jeder Muslim, egal ob klein oder groß, Gelehrter, nicht Gelehrter, er trägt Verantwortung. Ja, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dann Nummer 8. أن يقطع النفل من الصلاة والذكر عند خروج الإمام ويشتغل بإجابة المؤذن ثم بسماع الخطبة. Ganz wichtig. Ja? Dass man, wenn der Imam jetzt kommt, aufhört zu beten, also man muss sein Gebet nicht direkt unterbrechen, aber dass man aufhört, freiwillig zu beten, dann, ja, dass sobald der Adhan gerufen wird, ich das sage, was der Muezzin sagt. Ijabat al-Muezzin. Das ist nochmal ganz wichtig, eine wichtige Sunna, die wir auch lernen. Nämlich unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنِ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. Wenn ihr den Muezzin, also denjenigen, der den Ausruf, den Gebetsruf ausruft, hört, dann sagt das, was er sagt, außer an zwei Stellen. Und zwar, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. Was soll man da sagen? Da soll man sagen, la hawla wa la quwwata illa billah jeweils. Das ist eine wichtige Sunna. Und ich merke auch, dass es viele Muslime gibt, die diese Sunna nicht kennen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Sunna auch lernen. Also immer, wenn der Adhan ausgerufen wird, dann sage ich genau das, was der Muezzin sagt, außer bei hayya ala salah, hayya ala al-fanah, sage ich, la hawla wa la quwwata illa billah. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, was er sagt. Und zwar, ثم بسماع يشتغل بإجابة المؤذن ثم بسماع الخطبة. Und dann, dass man der Predigt zuhört. Wenn der Imam predigt, kann ich nicht mit meinem Handy spielen. Es gibt viele Jugendliche, subhanallah, gerade auch Jugendliche, die sitzen dann in der Ecke und spielen mit ihrem Handy. Mein Gebet ist zwar gültig, aber ich bekomme keinerlei Lohn für dieses Gebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt in einer Überlieferung, ja, dass wenn einer zu seinem Bruder am Freitag sagt, Anzut faqat lara, einfach nur, wenn ich meinem Bruder sage, hör zu, eigentlich etwas Gutes, oder? Ja? Aber selbst das sollte nicht sein. Faqat lara, so hat er Unnützes geredet, was nicht zur Khutbah gehört, zur Freitagsgebet gehört. Wa man lara fala jum'ata lahu. Und wer Unnützes redet, der hat kein Freitagsgebet.
Also mit anderen Worten, der bekommt keine Lohn für das Freitagsgebet. Und das sieht man sehr, sehr häufig. Ja, dass Leute abgelenkt sind, dass Leute miteinander reden. Ja, ich konzentriere mich voll und ganz auf das, was der Imam sagt. Auch wenn die Khutba langweilig sein sollte, weil sich nicht was ändern, versuche ich trotzdem, mich zu konzentrieren, inshallah ta'ala. Dann, أن يصلي السنة بعد الجمعة إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء ستة. Dass man nach dem Freitagsgebet entweder zwei Rak'a Sunna betet, freiwillig, oder vier Rak'a freiwillig betet, oder sechs Rak'a freiwillig betet. Es gibt hier verschiedene Überlieferungen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt deswegen auch Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, was Sunna ist nach dem Freitagsgebet. Zwei oder vier oder sechs. Ja, und er sagt, egal wie viel, ja, also zwei, vier oder sechs Rak'a, ja, nach dem Freitagsgebet. Hier gibt es natürlich noch eine Frage. Gibt es denn ein Sunna-Gebet vor dem Freitagsgebet? Und auch hier gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Es gibt einige Gelehrte, die sagen, es ist wie das Mittagsgebet, das Dhuhr-Gebet, diese vier Rak'a vor dem Dhuhr-Gebet. Ja? Und es gibt wiederum Gelehrte, die sagen, nein, es wird nicht überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Freitag in besonderer Weise am Freitag ein extra Sunna-Gebet verrichtet hat, sondern es ist einfach dieses Nafil Mutlaq, also dass ich allgemein vor dem Freitagsgebet bete. Aber ich habe keine bestimmte Anzahl, die ich dort verrichten soll. Genau. Dann, ebenfalls eine Sunna, die er erwähnt hier, Nummer 10. أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر وإن أقام إلى المغرب فهو أفضل. Dass man in der Moschee verweilt bis zum Asr-Gebet. Und wenn man es schafft, bis zum Maghrib-Gebet in der Moschee zu bleiben, so ist es besser. Das ist natürlich, wie gesagt, für Leute, die dann vielleicht nicht arbeiten, etc., weil Allah Ta'ala, er sagt ja auch im Koran, Fas'au ila dhikrillah. Ja? Fas'au ila dhikrillah. Nachdem du gebetet hast, ja, also, wie geht's? Fas'au ila dhikrillah. Fa'idha qudiyati salatu, fantashiru fil ard. Wenn das Gebet fertig ist, so verbreitet euch auf der Erde. وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ und strebt nach der Gunst Allahs. Es gibt im Islam nicht den Feiertag, so wie wir ihn im Christentum kennen. Also dieser Ruhetag, dass ich sozusagen einen Tag komplett ruhen muss, wie beispielsweise bei den Juden der Sabbat, der ja für sie heilig ist, oder bei den Christen der Sonntag. Es gibt nicht diesen typischen Ruhetag. Der Freitag ist ein wichtiger Tag für Muslime. Sie kommen zusammen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat an keiner Stelle verlangt, dass du ganz auf Arbeit verzichten musst. Oder dass du danach irgendwie zu Hause bleiben musst. So etwas gibt es nicht. Ja? Natürlich braucht man als Mensch auch Ruhe. Und in muslimischen Ländern ist das meistens dann auch der Freitag. In den meisten muslimischen Ländern ist der Freitag, der dann auch der Feiertag ist. Aber es gibt nicht diesen typischen Ruhetag, wo dir vorgeschrieben wird, dass du an diesem Tag nicht arbeiten darfst. Gerade im Winter ist es natürlich etwas, und der Winter kommt ja jetzt und die Zeiten werden kürzer, etwas, was man auch praktizieren kann. Alhamdulillah. Und hier vielleicht nochmal eine ganz, ganz wichtige Sunna, die uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bezüglich des Freitagsgebets beigebracht hat, nämlich ja, intivarus salati ba'das salat. Dass ich nach dem Gebet auf das nächste Gebet warte. Was sagt der Prophet darüber, sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, فَذَلِكُمُ الْرِبَاطُ فَذَلِكُمُ الْرِبَاطُ. Das ist der Ribat. Ribat ist eine Art Wache auf dem Wege Allahs, das Wachen auf dem Wege Allahs. Und ich möchte hier nochmal etwas ganz Wichtiges erwähnen. Man kann sich drehen, wie man möchte. Man kann versuchen, sich im Islam zu entwickeln. Am Ende sind es immer genau diese Dinge, welche dich wirklich weiterbringen. Diese grundlegenden Dinge. Du musst als Muslim kein großer Philosoph sein, kein großer Gelehrter sein, um Allah näher zu kommen. All diese Dinge, die der Prophet uns aufgezeigt hat, in der Moschee verweilen ein wenig, Koran lesen, das sind die Dinge, die dich wirklich festigen auf dem Weg Allahs. Möge Allah Ta'ala uns festigen und uns das geben, inshallah Ta'ala. Dann etwas sehr Wichtiges. Und zwar, أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بإحضار القلب وملازمة الذكر. يا سلام. Dass man die edle Stunde am Freitag oder nach der edlen Stunde am Freitag strebt.
mit der Präsenz des Herzens und mit fortdauerndem Wikr. Was ist denn gemeint mit dieser edlen Stunde? Was ist mit dieser edlen Stunde gemeint? Eisa ayat sutona. Ja. Genau. Sa'atul Ijaba. Sa'atul Ijaba. Es ist die Stunde am Freitag, wo Allah das Bittgebet erhört. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, es gibt am Freitag eine Stunde, mit Stunde sind nicht 60 Minuten gemeint, sondern einen bestimmten Moment, ja, wo Allah ta'ala das Bittgebet in jedem Fall erhören wird. Und es gibt Meinungsverschiedenheiten, wann genau diese Zeit ist. Es wird überliefert von Abu Musa al-Ash'ari, der gesagt hat, أَنَّهَا مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامِ إِلَىٰ أَنْ تُقْضَ الصَّلَاةِ. Das ist dann sozusagen genau während des Freitagsgebetes. Also von dem Zeitpunkt an, wo der Imam auf dem Minbar sitzt, bis das Gebet fertig ist. Dann gibt es die Überlieferung von Jabir ibn Abdillah, wo es heißt, es ist die letzte Stunde, oder es ist die letzte Stunde nach dem Asr-Gebet, nach dem Nachmittagsgebet. Und im Hadith von Anas ibn Malik heißt es, Iltamisuha ma bayna salati al-asri ila ghurub al-shams. Strebt nach dieser Stunde und sucht nach ihr nach dem Asr-Gebet bis zum Sonnenuntergang. Bis zum Sonnenuntergang. Und manche Gelehrte sind sich uneinig, okay, ist es immer dieselbe Zeit oder könnte es sein, dass diese Zeit jede Woche wandert? Ja, deswegen wird überliefert, er führt das hier an, von Abu Bakr ibn al-Athram, rahimahullah, der gesagt hat, لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين إما أن يكون بعضها أصح من بعض. Also diese Hadithe, die wir jetzt haben, die alle authentisch überliefert worden sind, ja, da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, um mit ihnen umzugehen. Entweder ist der eine Hadith authentischer als der andere. وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كتنقل ليلة القدر في ليالي العشر. Oder dass diese Stunde immer wieder wandert, jeden Freitag, genauso wie Laylat al-Qadr jedes Jahr immer wandert. Ja, Laylat al-Qadr, für diejenigen, die es nicht wissen, ja, ist die Nacht der Bestimmung. Ist die Nacht der Bestimmung. Ja. Und wir wissen, dass sie in den letzten 10 Nächten vom Ramadan ist, aber wir wissen nicht genau, welche diese Nächte das ist. Und jedem Jahr könnte es eine andere Nacht sein. Jedem Jahr könnte es eine andere Nacht sein. Und genauso auch könnte es mit dieser Sa'at und Ijabe sein, mit der Stunde, in der Allah subhanahu wa ta'ala unsere Bittgebete dann an einem Freitag auch erhört. Dann, Nummer 12. Ein yukthira min as-salati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-yawm. Dass ich am Freitag viel Salawat auf den Propheten sallallahu alayhi wa sallam mache. Warum? Es wird überliefert von unserem Propheten sallallahu alayhi wa sallam, was er gesagt hat, also er führt diesen Hadith an, man salla alayya fi yawm al-jumu'ah 80 marra ghafara Allahu dhunuba 80 sana. Wer am Freitag 80 mal Salawat auf mich macht, Segenswünsche, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala 80 mal oder 80 Jahre Sünden vergeben. Dieser Hadith wird von den Gelehrten als nicht authentisch eingestuft, aber es gibt andere authentische Überlieferungen, welche das nochmal bestätigen. Ja, und zwar wie beispielsweise die Überlieferung إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Der beste Tag ist für euch der Freitag. So macht viel Salawat auf mich an diesem Freitag, viel Segenswünsche. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Weil eure Gebete werden an diesem Tag mir vorgestellt. Also dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorgestellt. Allahu Akbar. Ja? Was für eine schöne Überlieferung. Und es gibt nochmal eine schöne Überlieferung, die vielleicht nochmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, ja, auch Salawat auf den Propheten zu machen. Und unsere Dankbarkeit gegenüber auch unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der uns diese Religion übermittelt hat, zum Ausdruck zu bringen. Und zwar wird überliefert von Ubay ibn Ka'b, der sagte, Ya Rasulallah, inni ukthiru salata alaik, fa kam aj'alu laka min salati. Und gesagt, Allah, ich mache viel Salawat auf dich. Ich spreche viele Segenswünsche auf dich. Wie oft, sozusagen wie viel von meinen Gebeten soll ich
für dich vorsehen? Also wenn ich jedes Mal bete, Dua mache, wie oft soll ich das sozusagen, wie viel davon soll ich für dich machen? Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ma shit, so viel du willst. Dann sagte er, ein Viertel davon. Und er sagte, wie du willst. Und wenn du möchtest, kannst du noch mehr machen. Dann ist es noch besser für dich. Ich habe gesagt, die Hälfte davon. Er sagte, wie du möchtest. Und wenn du mehr machst, so ist es besser für dich. Er sagte, dann zwei Drittel. Er sagte, ma shit, wie du willst. Wenn du aber noch mehr machst, ist es noch besser für dich. Woraufhin er dann sagte, اجعل لك صلاتي كلها. Ich werde mein gesamtes Gebet für dich dann vollziehen. Woraufhin er sagte, إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. Wenn das so ist, dann werden dir deine Sorgen genommen und Allah subhanahu wa ta'ala, er vergibt dir deine Sünden. Ja, salam. Ja, salam. Ja, das ist also eine sehr, sehr wichtige Ibadah, welche wir gerade am Freitag dann auch vollziehen sollten, meine lieben Geschwister. Und wie mache ich Salawat auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam für diejenigen, die jetzt, wir haben auch einige, also neue Geschwister unter uns, deswegen erkläre ich es immer etwas ausführlicher, inshallah. Und zwar, indem ich beispielsweise die Salah Ibrahimiyya nehme, ja, die wir haben im Gebet, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Und es gibt noch, wie gesagt, andere Möglichkeiten, um Salawat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu machen. Nummer 13. Alles das hat noch mit was zu tun? Mit dem Freitag. Das sind alles Etiketten für das Freitagsgebet und für den Freitag. Und zwar, an yaqra'a surat al-kahf. Dass man Surat al-Kahf, die Surah Nummer 18, rezitiert. Es wird überliefert von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja, dass derjenige, der Surat al-Kahf am Freitag liest, Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein Licht geben wird, welches bis zum nächsten Freitag reichen wird. Ebenfalls wird überliefert von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass derjenige, der Surat al-Kahf am Freitag liest, ein Licht von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, was zwischen ihm und zwischen Al-Bayt al-Aqiq, das heißt der Kaaba in Mekka, alles erhellen wird. Subhanallah. Warum Surat al-Kahf? Ja, weil Surat al-Kahf die Sura ist, welche dich vor Versuchungen schützt. Weil Allah ta'ala vor Fitnen schützt. Weil Allah ta'ala in dieser Sura dann auch verschiedenen Versuchungen des diesseitigen Lebens anspricht. Dann, Nummer 14. Dass man versucht, am Freitag so gut es geht zu spenden. Hier ganz wichtig. Manche Geschwister regen sich auf. Muss jedes Mal Mohammed Hajjaj da an der Tür stehen und sagen, man aqsa mala man sadaqa. Meine lieben Geschwister, wenn jemand euch auffordert zu spenden, ist das eine Einladung für etwas Gutes. Sei nicht genervt, sondern sag Alhamdulillah. Da ist jemand, der erinnert mich an eine wichtige Ibadah, oder? Ich kann etwas Gutes machen. Was mache ich denn sonst mit meinem Geld? Mein Geld ist ja dazu da, um es auszugeben, oder? Genau. Ich kann es ausgeben nur für mich selbst, dann ist es weg. Khalas, ich habe es dann benutzt für diese Dunya. Und ich kann es ausgeben für etwas Gutes und es bleibt dann bewahrt bis zum nächsten Tag. Allah bewahrt es für mich auf. Einmal kam unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wann ist er? 5 Minuten. Einmal, 55? Okay. Einmal kam unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Hause. Aisha radiallahu anha, seine Ehefrau, hat für ihn ein Schaf schlachten lassen, hat es vorbereitet und hat alles gespendet, außer der Schulter. Und dann fragte der Prophet sie sallallahu alaihi wa sallam, was hast du damit gemacht? Ich habe alles gespendet, außer der Schulter. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, alles ist geblieben außer der Schulter. Was ist damit gemeint? Das, was gespendet wurde, das bleibt. Weil Allah wird es für dich aufbewahren. Und das, was du isst, für dich selbst nutzt, das ist weg. Das scheidest du aus und das ist weg. Für diesen Moment hast du es zwar, aber es ist weg. Ein für alle Mal weg. Und deswegen, mein lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du spenden kannst und dich jemand an die Spende erinnert, gerade an Freitag, wie wir es gerade gehört haben, dann sag Alhamdulillah. Danke, dass du mich daran erinnert hast, weil sonst hätte ich es vergessen, weil der Shaitan, er würde dich vergessen lassen, zu spenden. Dann, Nummer 15, wir müssen uns ein bisschen beeilen.
Ja? Und zwar, das ist das Letzte jetzt, was er erwähnt hat, يستحب أن يجعل ويستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة ويكف عن جميع أشغال الدنيا. Es ist empfohlen, ja, am Freitag, ja, sich mit den Handlungen des Jenseits zu beschäftigen und sich nicht mehr mit der Dunya auseinanderzusetzen. Ja, für diejenigen, die keine Arbeit haben, die das machen können, ja, es ist dann empfohlen, sich dann sozusagen auf die Ibadah zu konzentrieren. Ja, salam. Gut. Kommen wir jetzt inshallah ta'ala, nachdem wir das jetzt auch abgeschlossen haben, noch zu dem letzten Abschnitt in diesem, oder dem vorletzten Abschnitt in diesem Kapitel. Und zwar, er spricht jetzt kurz über die An-Nawafil, aber geht nur ganz kurz darauf ein, sodass wir es eigentlich kaum erwähnen müssen. Nur ich möchte auf eine Sache eingehen. Und zwar, er nennt ein einziges Nafile-Gebet. Ein einziges Nafile-Gebet. Und Nafile-Gebet ist ein zusätzliches freiwilliges Gebet. Ein zusätzliches freiwilliges Gebet. Und er sagt, ja, dass diese zusätzlichen freiwilligen Gebete sich in drei Kategorien unterteilen lassen. Sunan, Mustahabbat und Tatawu'at. Sunan, all das, was der Prophet sonst regelmäßig getan hat, wie beispielsweise das Duha-Gebet als Beispiel nennt er hier. Mustahab, empfohlen, ja, etwas, was er empfohlen hat, aber was er nicht regelmäßig selbst getan hat. Das nennt man auch Sunre Mu'akkada, ein anderer Ausdruck. Und dann Tatawu'at sind dann sozusagen freiwillige Handlungen, für die es keine konkrete Überlieferung gibt, wie beispielsweise einfach zwei Rakat bete für Allah. Gut. Und dann nennt er ein einziges Sunna-Gebet, was ja auch sagt, in der Regel nicht in den Fiqh-Büchern erwähnt wird. Deswegen hebt er es extra hervor. Und das ist welches Gebet? Und zwar Salat al-Tasbih. Salat al-Tasbih. Was ist dieses Salat al-Tasbih? Tasbih-Gebet ist ein Gebet, was umstritten ist unter den Gelehrten. Weil es gibt manche Gelehrte, die sagen, die Überlieferung ist nicht authentisch. Und es gibt andere Gelehrte, die sagen, sie ist authentisch. Deswegen in den meisten Madhahib findest du, dass es empfohlen ist, dieses Gebet zu vollziehen. Und wie vollzieht man dieses Gebet? Ich werde es ganz kurz erklären, inshallah, anhand dieses Hadithes, der vom Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert wird. Es wird von Abdullah ibn Abbas überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, seinem Onkel, sagte: Ja, Ammar, oh mein Onkel, Ala u'tik, soll ich dir nicht geben? Ala u'allimuk, soll ich dir nicht etwas beibringen? Und dann sagt: Du salli arba raka'at, du betest vier raka'at. Taqra fi kulli raka'atin bi fatihati al-kitab wa sura. In jeder raka'at liest du al-fatiha und eine sura. Fa'idha faraghta min al-qira'ati fi awwali raka'atin wa anta qa'im, qul subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wenn du fertig bist mit der Sura in der ersten Raka, dann und während du noch stehst, sagst du diese Worte 15 Mal, die ich gerade genannt habe. ثم تركع فتقولها وانت راكع 10 und dann machst du Ruku und dann sagst du genau das Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 Mal im Ruku und dann stehst du auf vom Ruku und sagst es dann ebenfalls 10 Mal. ثم ترفع رأسك عن الركوع فتقولها عشرة ثم تهوي ساجدا und machst du Sujud فتقولها وأنت ساجد عشرة und dann machst du Sujud und du sagst es ebenfalls im Sujud 10 Mal ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة und dann stehst du auf vom Sujud und während du zwischen den beiden Sujud bist sagst du es ebenfalls 10 Mal قبل أن تقوم فذلك 75 das sind 75 Mal تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها das machst du in 4 Rak'at. Ja? Also 75 Mal sagst du Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar in jeder Raka'a. 75 Mal. Ja? Wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier gezeigt hat. Ja? Tamam. Das insha'Allah ta'ala zum Tasbih-Gebet. Und jetzt spricht er abschließend noch über die Zeiten, in denen es verboten ist oder verpönt ist, makruh oder haram, je nachdem welcher Method. Und das sind insgesamt 5 Zeiten. Insgesamt 5 Zeiten. Lass uns diese 5 Zeiten mal kurz aufzählen. Und zwar nach dem Morgengebet, bis die Sonne aufgeht, beim Aufgehen der Sonne, bis sie so qad rumh, ja, das heißt, über dem Horizont ist um eine Sperrlänge, das heißt ungefähr 15 Minuten danach. Dann, wenn die Sonne im Zenit steht, bis sie dann nach Westen weiterzieht. Dann nach dem Asr-Gebet, wenn ich Asr gebetet habe, bis zum Sonnenuntergang. Und dann während des Sonnenuntergangs. Das sind die 5 Zeiten, in denen es makruh ist oder haram ist zu beten. Und er sagt jetzt, was die Gründe dafür sind. Er sagt jetzt, was die Gründe dafür sind. Und damit kommen wir dann auch zum Ende. Und zwar, er nennt jetzt 3 Gründe. وَعْلَمْ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْرَارِ Wisse, dass das Verbot in diesen 3 Zeiten, er bezieht sich nur auf diese sozusagen, er fasst das zusammen in 3 Zeiten, ja,
drei Geheimnisse hat. Erstens, Tarku Tashabbuhi bi'ubbadi Shams. Dass ich versuche als Muslim, mich nicht oder nicht diejenigen nachzuahmen, welche die Sonne anbeten. Weil sie die Sonne meistens angebetet haben, wenn sie aufging oder wenn sie unterging. Und ich als Muslim, ja, mache sozusagen nicht das, was andere tun, welche Allah subhanahu wa ta'ala jemandem beigesehen. Hierüber könnte man auch nochmal ausführlich sprechen, ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer wieder auch von uns verlangt hat, dass wir uns in gewisser Weise unterscheiden sollen von den Praktiken, bestimmten spezifischen Praktiken von sozusagen manchen religiösen Gruppen. Ja, hat der Prophet immer wieder von uns verlangt, damit wir unsere eigene Identität prägen. Dann Nummer zwei. At-tahdhiru min as-sujudi li qarni ash-shaytan, fa inna ash-shamsa tatlu'u wa ma'aha qarnu ash-shaytan. Dass ich sozusagen mich davor in Acht nehme, nicht mich vor das Horn des Satans zu werfen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat in einer Überlieferung gesagt, dass die Sonne aufgeht, ja, zwischen den Hörnern des Shaitans. Das ist natürlich eine bildliche Darstellung. Er will damit aufzeigen, dass es Menschen gab, welche sich dann niedergeworfen haben vor die Sonne und somit den Weg des Satans befolgt haben. Ja? Also sie haben nicht Gott angebetet, sondern sie haben ein Geschöpf Gottes angebetet. Und Nummer drei, das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, ein ganz interessantes Geheimnis. Inna saliki tariqi al-akhirati muwazibuna an al-ibadat. Wal muwazabatu ala namatin wahid yurithu al-malal. فَإِذَا وَقَعَ الْمَنْعُ زَادَ النَّشَاطِ يَا سَلَامُ. Ja? Diejenigen, welche versuchen, den Weg des Akhiras, den Weg des Jenseits zu beschreiten, ja, sie legen darauf Wert, dass sie immer wieder ihre gottesdienstlichen Handlungen praktizieren und sehr viel praktizieren. Und dieses regelmäßige Praktizieren in derselben Art und Weise kann dazu führen, dass es irgendwann einmal langweilig wird. Und damit es nicht langweilig wird und es nicht so eine Routine wird, sondern ich jedes Mal auch wirklich bewusst diese Ibadah vollziehe, ja, kommt dieses Verbot, damit ich daraufhin, nach diesem Verbot, wieder auch aktiv bin und bewusst diese Ibadah vollziehe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, welche die Ibadah immer mit Bewusstsein und mit Khushu' vollziehen. Amin. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته